Mit bis zu 4 Millionen kauffreudigen Kundinnen und Kunden wird am Samstag gerechnet. Ein Grund dafür, die eingeleiteten Lockerungsschritte der Bundesregierung. Beispielsweise gilt es am Samstag bei den körpernahen Dienstleistern nicht mehr die 2G-Regel einzuhalten, sondern die 3G-Regel. Wie sieht es aus im Handel? Auch hier hat man sich auf weitere Lockerungen einigen können. Somit gilt es beim Betreten nur noch eine FFP2-Maske aufzusetzen. Die Händler versuchen, die Kundinnen und Kunden mit dementsprechenden Sales bzw. Angeboten in die Geschäfte zu locken. Natürlich auch in Bezug auf Valentinstag. Man erhofft sich an diesem Tag einen Umsatz in der Höhe von 128 Millionen Euro. Nicht nur diese Lockerungsschritte sind großes Thema in dieser Woche, sondern natürlich auch der Freedom Day ab März, denn es könnten weitere Lockerungsschritte eingeleitet werden. Beispielsweise ist sogar im Gespräch, dass die 3G-Regel mit März fehlt. Beispielsweise auch die Öffnungsschritte bzw. die Gastronomie. Hier geht man davon aus, dass auch die Sperrstunde ab 24 Uhr fallen wird und es somit wieder grünes Licht für die Nachtgastronomie gibt.